langer, langer Zeit lebte in einem großen, dunklen Wald, in einer kleinen, ärmlichen Hütte, eine Witwe. In ihrem Garten standen zwei Rosenbäumchen. Und wenn der Sommer ins Land zog, trug das eine weiße und das andere rote Rosen. Die Witwe hatte zwei Mädchen, die glichen den beiden Rosenbäumchen. Und deshalb hießen sie Schneeweißchen und Rosenrot. Sie waren brave Kinder, teilten alles miteinander, stritten sich nie und halfen ihrer Mutter, wo sie nur konnten. Eines Abends heulte ein grimmiger Schneesturm um die Hütte. Und die drei waren froh, dass sie so traulich im Warmen saßen. Die Mutter hatte die Brille auf die Nase gesetzt und las aus einem dicken Märchenbuch vor. Die Mädchen lauschten ihr und verrichteten dabei kleine Hausarbeiten. Und als das tapfere Schneiderlein mitten im tiefen Walde war... Mutter, Mutter, sieh mal, den Korb habe ich fertig geflochten. Damit können wir dann im Sommer Beeren und Pilze sammeln gehen. Das hast du aber fein gemacht. Komm, Schneeweißchen, stell ihn hier auf die Bank. Oh, Mutter, lies doch bitte weiter, ja? Ja, ja, Rosenrot. Also... Und als das tapfere Schneiderlein mitten im tiefen Wald war, da hörte es auf einmal ein lautes Schnaufen. Es hat geklopft. Wer kann denn bei diesem schrecklichen Wetter noch unterwegs sein? Mach rasch auf, Rosenrot. Es wird ein einsamer Wanderer sein. Hm. Er sucht Unterschlupf. Gut. Ein Bär! Ach, was ein Bär! Doch, wirklich! Tatsächlich, ein Bär. Fürchtet euch nicht. Ich bin halb erfroren und möchte mir nur den Pelz ein wenig bei euch aufwärmen. Leg dich ans Feuer. Aber pass auf, dass du dir den Pelz nicht anbrennst. Vielen Dank. Wie warm und gemütlich das hier ist. Tut das gut. Ihr lieben Kinder, klopft mir doch bitte den Schnee aus dem Fell. Ich bin ganz nass. Ja, aber... Na, nun macht schon. Ihr müsst doch keine Angst vor ihm haben. Komm, Schneeweißchen. Ich kehre ihn mit dem Besen ab. Und du klopfst nach. Na, komm schon. Oder hast du etwa immer noch Angst? Ich? Angst? Ach, was? Hier ist noch ein Restchen. Und hier? Und hier? Ach, du lieber guter Zottelbär. Schneeweißchen und Rosenrot schlagen nicht den Bräutigam tot. Was hat er gesagt? Was er wohl gemeint hat? Ach, das wird nur so ein lustiger Spruch sein. So, Kinder, nun ist es aber genug. Ihr bringt den armen Bären ja um vor lauter Liebe. Auch ist es schon spät geworden und wir müssen schlafen gehen. Oh. Und du, lieber Bär, kannst bei uns bleiben. Ja. Schlaf hier, am warmen Feuer. Ach ja, bitte, bitte bleib bei uns. Ich bleibe gern. Hab Dank für eure Güte. So ist's recht. Ein Hausgenosse wie du soll uns willkommen sein. Der Bär blieb den ganzen Winter bei ihnen in der kleinen Hütte. Er spielte mit den Mädchen und ging der Mutter beim Holzhacken zur Hand. Und abends saßen alle vier am Feuer und erzählten Geschichten. Aber als der Frühling ins Land zog und die ersten Blumen blühten, wurde der Bär unruhig. Ich muss euch jetzt verlassen. Warum denn? Ihr Lieben, lebt wohl und habt Dank für alles. Lieber guter Bär, du darfst nicht fortgehen. Wo willst du denn hin? Ich muss in den Wald, um mein Eigentum vor den bösen Zwergen zu hüten. Im Winter, wenn die Erde hart gefroren ist, wagen sie sich nicht hervor. Aber wenn es warm wird, da steigen sie herauf und bestehlen die Menschen. Sie schleppen alles in ihre Höhlen, wo es für ewig verschwindet. Auch den Tieren fügen sie viel Leid zu. Seht ihr? Und deshalb muss ich jetzt gehen.
Mit wem sollen wir denn nun spielen? Auf wem sollen wir nun reiten? Es geht nicht anders. Lebt wohl und vergesst mich nicht. Vielleicht sehen wir uns noch einmal wieder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und lebt wohl, lieber Bär. Lebt wohl, lieber Bär. Als der Bär den Kindern noch einmal zuwinkte, blieb er am Türriegel hängen und riss sich ein Stück seines Pelzes auf. Schneeweißchen schien es, als schimmere Gold unter seinem Fell. Aber es wusste nicht, ob es seinen Augen trauen dürfe. Deshalb sagte es auch der Mutter und der Schwester nichts davon. Nach einiger Zeit schickte die Mutter die Kinder in den Wald, um Beeren zu suchen, denn sie waren sehr arm und mussten sich von den Früchten des Waldes ernähren. Ganz wohl war es aber den beiden Mädchen so allein in dem großen Walde nicht. Deshalb sangen sie sich selber Mut zu. Liebe Sonne, scheine, dann sind wir nicht alleine. Zeige uns, wo Beeren stehen, dann können wir bald nach Hause gehen. Tralalalalala, tralalalalala. Schneeweißchen, sieh doch, ein Häschen. Schnupp, schnupp, so wartet doch, ihr Mädchen. So wartet doch. Oh, ich bin ganz außer Atem. Was willst du denn? Können wir dir helfen? Mir nicht, aber dem Wichtelmännchen dort. Der große Baum hat seinen Bart eingeklemmt und nun kommt er nicht mehr los. Oh, schnell, Rosenrot, laufen wir zu ihm. Komm. Ihr dummen Dinger, gafft nicht so. Helft lieber! Ja, wie ist denn das passiert, kleines Männchen? Dumme Gans! Den Baum wollte ich spalten, um eine große Höhle zu bauen. Und da hat er meinen schönen Bart eingeklemmt. Oh. Lacht nicht, oh, ihr albernen Gänse! Also, aua! Aua! Au! Au! Wie sitzt ihr aber fest? Au. Ich hab's! Wir nehmen einfach die Schere und schneiden ein Stück vom Bart ab. Aua! Nein! Doch, anders geht's nicht, liebes Männlein. Aua! Aua! Ihr ungehobeltes Volk! Mein schöner Bart! Lohnt's euch der Kuckuck? Sieh doch, Rosenrot, was das klitzekleine Männlein für einen großen Sack mit Gold wegschleppt. Nicht lange danach mussten die Mädchen Fische angeln gehen. Sie waren noch ein Stück vom Bach entfernt, als sie etwas erblickten, das wie eine große Heuschrecke aussah, die ins Wasser springen wollte. Als sie aber näher kamen, erkannten sie den undankbaren Zwerg wieder. Hilfe! Hilfe! Ja, was willst du denn im Wasser? Hilfe! Was ist der Trinken? Da bin ich einer. Seht ihr da nicht? Mein Bart hat sich mit der Angelschnur verflochten. Hilfe! Hilfe! Der große Fisch zieht mich ins Wasser. Hilfe! So helft ihm doch, ihr Mädchen. Keine Angst, Spätzlein. Halt ihn fest, Rosenrot. Ja. So ein Schnitt mit unserer Schere. Mann, Hilfe! Ja, nun bist du gerettet. Mein schöner Bart. Ist das Anstand, ihr Langbezopften? Einem das Gesicht so zu verunstalten? Ich kann mich ja von niemandem mehr sehen lassen. Oh, der Teufel soll euch holen. Ach, das ist nun der Dank. Und dabei wären wir selbst bald ins Wasser gefallen. Oh, mach dir nichts draus. Sieh, Schneeweißchen, diesmal schleppt er einen Sack mit Perlen davon. Es trug sich zu, dass die Mutter bald danach die Kinder wieder allein in den Wald schickte, um Pilze zu suchen. Liebe Sonne, scheine, dann sind wir nicht alleine. Zeige uns, wo Pilze stehen, dann können wir bald nach Hause gehen. Tralalalalala, tralalalalala. Welch riesiger Adler da oben kreist. Ja. Jetzt stößt er herab. Zu Hilfe! Zu Hilfe! Der Adler will mich entführen. So rettet mich doch, liebe Mädchen. So rettet mich doch. Ich will euch ewig danken und euch reich beschenken. Hilfe! Halt ihn an den Beinen fest, Rosenrot. Wir müssen ihm den Adler entreißen. Aua! 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 So, Männlein, nun bist du gerettet. Diesmal hast du aber wirklich Glück gehabt. Der Adler hat uns ordentlich zerkratzt. Oh, Schneeweißchen, du blutest ja. Hier, nimm mein Taschentuch. Dankeschön. Papalapap, euch zerkratzt? Wie sehe ich denn aus? Konntet ihr nicht vorsichtiger sein? Mein Höschen ist ganz zerfetzt. Grobes, täppisches Gesindel. Solch kleiner Wicht und so undankbar. Wo ist er denn geblieben? Dort läuft er.
Und hinter sich her zieht er einen Sack mit Edelsteinen. Davon müssten wir einige haben. Dann brauchte Mutter sich nicht mehr so abzuplagen. Ja, das wäre schön. Nun wollen wir uns also Sputen und Pilze sammeln. Psst. Leise. Sieh dort drüben, aber rühr dich nicht. Wie das glitzert. Lauter Edelsteine. Sie funkeln in der Abendsonne. Oh weh, jetzt hat er uns entdeckt. Was steht ihr denn da und belauscht mich? Schert euch fort, sonst werd ich euch. Du elender Wicht, hab ich dich endlich. Du hast mir also mein Eigentum gestohlen. Lieber Herr Bär, schenkt mir das Leben. Ich will euch auch alles dafür geben. Was habt ihr an mir, kleinem, schmächtigen Kerl? Da, da, die beiden Mädchen. Nehmt die und fresst die. So, da hat er, was er verdient. Nun kann er keinem mehr Übles tun. Komm nur fort von hier, Rosenrot. Schneeweißchen und Rosenrot, lauft nicht weg. Erkennt ihr mich denn nicht wieder? Das ist doch... Ja, das ist unser lieber Zottelbär vom Winter. Sein Pelz fällt von ihm ab wie ein Mantel. Ein junger Mann. Wie schön er ist. Sein Kleid ist aus purem Gold. Wundert euch nicht. Jetzt darf ich euch mein Geheimnis verraten. So sprich. Erzähl bitte. Ich war ein Förster, lebte im Walde mit meinem Bruder und hatte diesem bösen Zwerg einmal das Leben gerettet. Genauso wie ihr es tatet. Zum Dank schenkte er mir das goldene Kleid. Aber des Nachts schlich er heimlich in mein Haus und verzauberte mich. Als wilder Bär musste ich im Walde hausen, bis ich durch seinen Tod erlöst würde. Aber nun kommt Schneeweißchen und Rosenrot. Wir wollen alle drei zu eurer Mutter gehen. Mit diesen Worten nahm der junge Förster Schneeweißchen bei der rechten und Rosenrot bei der linken Hand und führte sie zu ihrer Mutter, die voller Angst auf ihre Kinder gewartet hatte. Dort bat er Schneeweißchen, seine Frau zu werden. Und Rosenrot wurde mit seinem Bruder vermählt. Die Mutter zog mit ihnen in die Försterei und sie verbrachten noch viele Jahre gemeinsam in Glück und Freude. Die zwei Rosenstöcke aber hatten sie mitgenommen. Sie standen vor ihren Fenstern und trugen jedes Jahr die schönsten Blüten. Der eine weiße und der andere rote Rosen.